Alter, hoffentlich dürfen wir McGuide sagen. Nicht, dass das Werbung dann irgendwie... Aha, die gehen eine Woche später noch an die Börse wegen uns. Nur wegen uns. Warum hat McGuides in Zukunft so viel Erfolg? Wegen uns, ganz klar. Warum McGuides... Nee, Quatsch, ernsthaft. So, meine Herren und Damen, läufst du, Enno? Meine Herren und Damen, herzlich willkommen zurück zu Green Germany. Warum sage ich zurück? Weil wir schon mal beim guten Harry waren, schon mal in dem Garten waren, in der letzten Folge. So, Freunde, heute wird es etwas spezifischer gehen. Heute geht es nochmal konkret um die Genetik, die der gute Harry hier am Start hat. Ist wirklich was Besonderes. 24K wird eine Rolle spielen, nur so nebenbei. Dünger und Substrat wird eine Rolle spielen. Und warum McGuides, die Firma McGuides, ist manchen von euch vielleicht bekannt, warum die so eine große Rolle in seinem Leben spielt, habe ich in der letzten Folge schon angekündigt. So, und heute wird er es uns erzählen. Hier sind einige Sachen am Start. Leute, seid gespannt. So, ich würde gleich sagen, wir stehen hier vor dem ersten, ich sag mal, kleinen Zelt. Was ist denn, wie groß ist denn das? Das ist eine Homebox 80x80 und 1,50 Meter ist die hoch. Oh, also das ist wirklich nicht groß. Nein, das ist echt nicht viel. Siehst du? Und hier würde eine NDL gar nicht wirklich drin Platz finden, ne? Allein schon wegen der Höhe und dem Abstand. Ne? Wegen der Höhe, Temperatur, Abstand, also 400er könnte schon schwierig werden. Könnte sehr schwierig werden. Und ohne Cooltube. Ohne Cooltube. Und das ist jetzt dritte Woche, Anfang, Mitte dritte Woche müsste das jetzt alles sein. Hier drüben bist du schon am Spülen. Richtig. Hast du schon erwähnt, genau. Was mich interessiert, spülen mit was wird denn gespült? Was verwendest du da für Dünger? Was, auf was für ein Substrat? Weil hier sehe ich ziemlich verschiedene Substrate. Ja, ich probiere gerade ganz, ganz wild durch. Das liegt unter anderem halt auch leider daran, dass natürlich Erde immer so ein Transportding ist. Dann haben sie das manchmal auch nicht im Growshop vorrätig leider oder nur in einem 50-Liter-Sack, was das Ganze natürlich auch nicht besser macht. Deshalb, ja, das ist schon ziemlich nervig und deshalb sieht man hier halt alles Mögliche, ne? Steinwolle, Erdesteinwolle. Und ich denke mal, auf Kokos werde ich höchstwahrscheinlich hängen bleiben, lässt sich einfach am besten verarbeiten. Als Ziegel gekauft, kannst du gut dosieren, bleibt eventuell nichts über. Ist bequemer, ne? Es ist definitiv bequemer. Mhm. Ist noch was Organisches, was mich halt dann natürlich auch noch ein bisschen mehr überzeugt von der ganzen Geschichte. Mhm. Wobei du mir aber letztens schon verraten hast, die organische Erde, die überzeugt im Geschmack schon ein bisschen, ne? Also ein bisschen mehr auf jeden Fall, ne? Das stimmt schon. Da hast du vollkommen recht. Aber ich werde da auf jeden Fall dran arbeiten mit Kokos. Mhm. Ist halt immer tatsächlich, hat einige Vorteile, ne? Also Transport ist halt durchaus ein Vorteil. Ja. Mit welchen Genetiken haben wir es denn hier zu tun? Also wir haben es in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen. Eine 24K steht hier auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, Leute, wer den 24K-Geruch von euch kennt, alter Schwede. Also wenn es hier nach was riecht, ne? Obwohl der Lüfter funktioniert schon ganz gut. Aber wenn es hier nach was riecht, du gibst mir recht, ne? Dann ist es wirklich nach... Boah, nach Orange einfach. Also 24K, wer das mal geraucht hat von euch oder gerochen hat von euch, wirklich Daumen nach oben. Also riecht nach, wie sagst du? Orange. Einfach nach, ich sage immer nach Fanta oder nach Mandarine. Kommt hin. Irgendwie sowas, ne? Ja, das ist Hammer. Ja. So. Und hier haben wir was ganz Besonderes. Hier haben wir, oder erzähl mir erstmal von deinen verschiedenen Genetiken. Welche Pflanzen hast du denn hier am Start? Steht eigentlich alles der 24K? 24K, genau, steht alles eigentlich mit dran. Größtenteils hätten wir einmal halt die hier in der Doppeltopf-Kombination. Einmal mit dem Root Pouch und einem großen Eimer darunter. Auch eine 24K da hinten? Genau, das ist auch eine 24K, die ist ein bisschen größer geworden. Das war mal eine Mutti, wa? Das war mal eine Mutti gewesen. Ja, das sieht man. Die ist schön stabil. Die ist auf jeden Fall. Die hatten schon Stamm gekriegt. Und dann hätten wir hier halt noch einmal die Tenji 1 von DNA. Also, bin ich auch sehr gespannt, was bei rumkommt. Ich kenne die alle noch nicht, muss ich dazu sagen. Ich habe viele Genetiken geschenkt bekommen, weil ich so lieb war zu Weihnachten anscheinend. Hast du Glück gehabt? Ja, es ist auch so ein edler Spender-Ding, weißt du? Hast du auch so einen edlen Spender? Ja, ja. Da siehst du? Jeder hat Glück, der einen edlen Spender hat, auf jeden Fall. Ne? Ja. Gönne ich jedem. Eine Hand wäscht die andere. Da hast du recht. So, was gibt es denn zu der 24K zu erzählen? Ich habe gerade schon was über den Geruch erzählt. Also, Freunde, schade, dass es noch keinen Geruchs-YouTube gibt. Aber
sie riecht wirklich extrem nach Orange. So, und sie riecht, was daneben steht, ist die Tenji. Die riecht auch extrem nach Orange, aber man muss sagen, nicht ganz so extrem nach Orange wie die 24K. Ne? Ja, richtig. Da hat sich DNA übrigens was wirklich Besonderes einfallen lassen. Die haben ihre, naja, ihre orangigste Tenji genommen und ihre orangigste Koscher genommen oder ihre kuschigste Koscher und haben die miteinander gekreuzt. Und das Ergebnis davon heißt 24K Gold und es steht hier. Und ja, also ich will jetzt nicht die Pflanze zu viel loben, aber sie riecht wirklich phänomenal. Also am Obststand. Wie am Obststand. Wir übertreiben hier nicht. Enno, was sagst du? Das riechst du doch bis hinter zur Kamera, oder? Ist geil, ne? Sag mal was. Schade, dass du nicht selber rauchst. Ja? Sag mal, in das Mikrofon, sag mal, wie riecht's? Geil. Geiler Schissel, oder? Ja, übertrieben. Nach Fanta, ne? Ja, Mann. Na, fand, oder? So, ich kann mich noch erinnern, wir waren letztes Jahr im September bei uns oben im Büro auf der Dachterrasse und dann ist ein Kollege vorbeigekommen, Chris, Grüße an Metcon, ist vorbeigekommen und hat in seiner tollen Rig hat er seinen Extrakt, seinen 24K-Extrakt gebraucht. Und es war wirklich, er stand 5 Meter von mir entfernt, Leute. Wahre Geschichte. Er stand 5 Meter von mir entfernt und hat seinen 24K-Extrakt geraucht. Und dann hat es geraucht in seiner Rig, das Extrakt eben. 5 Meter gegen den Wind. Ich habe gedacht, boah, was ist hier los? Hat jemand eine Fanta-Flasche aufgemacht? Ihr kennt es, diesen Geruch, ne? Ja. Als ob, ihr kennt den Geruch, wenn man eine Fanta-Flasche aufmacht. Dieser orangige Mandarinengeruch, kann man fast sagen, ne? So riecht 24K. Wenn ich in einen Raum komme, da hat jemand 24K geraucht, denke ich mir, alter Schwede, wer hat die Fanta-Flasche aufgemacht? Ist so, oder übertreibe ich? Nein, tust du nicht. Ich übertreibe diesmal nicht, es ist tatsächlich so. So viel zur 24K, aber da hängt auch einiges dran, Digga. Viele kleine Headbuds, gut, das... Ja, klein ist gut, also die gehen schon, ne? So klein sind die ja nicht. Ja, gut, es sind halt haufenweise viele, ja. Irgendwie. So, schwenken wir mal hier rüber. Hier oben hast du Crow Sour, was haben wir hier? Crockett Sour Tenji. Crockett Sour Tenji, was ist denn das? Gute Frage. Irgendwas hört sich gut an. Hört sich gut an. hast du schon mal gehabt davor? Nein, leider nicht. Das sind auch die ersten, die ich habe. Auch von einer Mutti, die ich von edlen Spendern bekam. Mhm. Ja. Und die stehen hier in Kokos drin? Das ist Kokos mit ein bisschen Ceramis noch beigemischt. Plus noch ein bisschen Wurzelstimulator. Das läuft. Schön. Und hier unten natürlich. Ja, hier sind halt dann die entsprechenden Muttis. Da hinten die Crockett Sour Tenji. Dann hätten wir da noch eine Super Lemon Haze, eine Green Poison, noch eine Super eine Crockett Sour Tenji, eine Chronic. Hier hätten wir verschiedene Phenos von einer Purple Trainwreck Cream Cherry Pie. Uiuiuiui. Ja, die Namen, die werden immer verrückter. Die werden immer verrückter, genau das denke ich mir auch. Hier hätten wir noch Mendo Clifton. Und da hinten die Reihe, das müsste dann noch Skunk sein. Skunk stehst du auch drauf, hast du mir vorhin erzählt? Ja, ist mein Everyday Weed. Ich mag den Geschmack ganz einfach. Ich habe da auch anscheinend einen ganz guten Pheno erwischt. Da werde ich mir jetzt demnächst auch wieder eine neue Mutti von ziehen noch. Und man kann es halt einfach jeden Tag rauchen. Der Klassiker. Der Klassiker. Skunk kenne ich noch von früher. Der Urhybride. Urhybride. Ne? Skunk Number One damals von Sensi Seeds. Stimmt. Kennt jeder. Oder sollte jeder kennen. Ist eine schöne Anfängersorte gegen alles Mögliche resistent. Pass auf. Grinsen mich hier gerade so freundlich an. Ja. Was haben wir denn hier? Ich glaube, darum spielt McGuides hier auch eine riesen Rolle. Also vielleicht die Fachmänner unter euch, die haben das schon entdeckt. Aber Harry, erklärt uns jetzt mal, warum McGuides. Harry, erzähl mal, warum McGuides? Bei McGuides gibt es einfach alles. Bei McGuides gibt es alles. Also sämtlicher Stuff, den du hier am Start hast. Die schwarzen Töpfe nicht, die sind noch aus dem Go-Shop, sind aber scheiße. Kannst du gerne mal... Anfassen. Ja, die sind wesentlich weicher, brechen schneller und das hier durch die gebogene Kante
ist das auf jeden Fall richtig stabiler Scheiß. Siehste? Also Kostenpunkt ist auch nicht viel mehr als im Go-Shop. Hier passt da immer ein bisschen mehr Erde rein, wohlgemerkt. Also von Haken in meinem Zelten. Hier die Haken, alles MacGyves. Alles MacGyves. Kann man auch mal gebrauchen. Die Haken, die ihr seht, auch die Haken, die ihr unten an den Pflanzen seht, ist übrigens eine mega Idee, muss ich wirklich sagen. Ne? Schaschlikspieße. Also, Schaschlikspieße, was für eine Idee. Ne? Viele sind da immer am Rumfriemeln und machen dann ihre Bändchen und alles, weißt du, hast du auch schon gesehen. Ne? Und ich machen auch schon alles rechts ein Bändchen und links ein Bändchen und binden das dann immer runter. Nee, spart euch den ganzen Käse, schaut euch diese Schaschlikspieße an. Also, ist wirklich meine Idee. Kann man machen. Kriegt man zwar irgendwann nicht mehr raus, aber drauf geschissen. Neue Mutti. So, nicht schlecht. Und Töpfe genauso, ne? Fragen ja immer viele, wir haben nicht gerade um die Ecke. Ne? Wir wohnen zum Beispiel in Bayern und da gibt es den nächsten Grow-Shop, der ist halt nicht um die Ecke, ne? Hast du auch schon mitgekriegt. So, hab ich gehört. Hab ich hast du auch schon gehört, genau. Und in MacGyves haben eigentlich die meisten Leute so. Ne? Der Markt ist halt auch immer so eine Sache. Topfmäßig gibt es da auch eigentlich immer nur das Billigste vom Billigen. Mhm. Hast du recht, ne? Haben vielleicht auch die wenigsten oder nicht alle in der Nähe. Aber so 1-Euro-Läden, MacGyves, da gibt es ja mittlerweile auch noch verschiedene, sag ich jetzt mal. Ja, wir wollen jetzt nicht zu viel Werbung hier für MacGyves machen, da gibt es bestimmt noch andere. Sag mir mal, die Leute interessiert immer und fragen immer, ja, was kann denn, werden sie sich jetzt auch fragen, was kann Gärtner Rudi denn für Pflanzen empfehlen? Ich bin aber nicht Gärtner Rudi. Du bist nicht Gärtner Rudi, tut mir leid. Mann, Alter, warum hat er denn Harry? Er ist auf Harry gekommen. Ich hätte nie Harry gesagt, weil ich dann gesagt hätte von Anfang an, Alter, lass uns den Harry anfangen, weil dann werde ich immer Rudi sagen. Ne? Ich hätte ihn, keine Ahnung, Günther genannt. So, aber er heißt tatsächlich Harry. Was willst du machen? Und Harry, jetzt die Leute werden uns fragen, was hat Harry für Genetiken zu empfehlen? Was hat Harry für Genetiken zu empfehlen? Also, wo ich jetzt definitiv was zu sagen kann, wäre hier zum Beispiel die LSD von Barney's Farm. Ein sehr schöner, resistenter Anfängerstrain. Schmeckt sehr fruchtig. Sollte auch von jedem Anfänger durchzubringen sein. Dann natürlich die Skunk sowieso, hatten wir uns ja eben schon drüber unterhalten. Sind ja schon mal zwei heiße Tipps hier. Richtig. Ne? Und hier auch MacGyves? Hast du dir auch was einfallen lassen? Sozusagen, ja. Das hier waren so kleine Küchenregale, Regäler. Mhm. Die kann man eigentlich auch immer gebrauchen, gerade jetzt, wenn man ein bisschen spülen will, zum Runterstellen. Mhm. Ja, ist eine Idee, ne? Ich kann da nicht reingehen, ohne Geld aufzugeben. Ich kenne das, ja. Manchmal will man gar nicht reingehen, weil man denkt, nee, ich geb nur Geld aus. Ceramis. Ja, stimmt. Holst du auch immer Geld? Ja. Bring ich immer mal einen Beutel mit oder zwei. Erzähl mir mal was zu deiner, genau, Substrat. Bio-Biss Lightmix ist zu empfehlen? Ist sehr zu empfehlen. Für Anfänger auf jeden Fall und auch für jüngere Pflanzen. Da ist halt, das ist dann noch nicht zu scharf für die Wurzeln. Genau. Und wie sieht es denn aus grundsätzlich mit Dünger? Mit was arbeitest du denn da? Da habe ich jetzt auch schon ein bisschen was durchprobiert. Angefangen habe ich natürlich mit Biobiss. Das war bei meinem Starterpaket dabei. Ja, mittlerweile habe ich dann noch Greenbus Liquids ausprobiert. Organischer Dünger, ein deutscher Hersteller aus der Nähe von Mannheim. Da bin ich sehr zufrieden mit. Das ist jetzt Greenbus Liquids? Das ist, wollte ich gerade zu kommen, eine Mischung aus dem Greenbus Liquid und noch ein paar Resten von meinem Greenhouse Powder Feeding. Da war ich nicht so zufrieden mit. Darum wird es jetzt gemischt. Oder wurde es da gemischt, da gebe ich da zurzeit keinen Dünger mehr. Und jetzt fahre ich halt Hälfte erstmal, bis das Pulverzeug alle ist. Und dann geht's auf jeden Fall wieder komplett zurück auf die organische Schiene. Mit Greenbus Liquid? Oder? Wahrscheinlich. Ich habe ja genug Platz, vielleicht probiere ich mal ein bisschen was durch. Das wäre sehr interessant, ne? Und uns dann eventuell auch Bericht zu erstatten. Ja, ich schicke eine Taube vorbei. Ja, wäre schön, ne? Weil ist ja wirklich die Frage, das ist ja auch die Frage, die sich viele Leute stellen. Wo habe ich mehr Terpene? Wo ist der Geschmack am besten? Und es gibt so viele Düngerhersteller. Genau, und es gibt so viele Düngerhersteller. Und macht es jetzt einen Unterschied, der mineralische oder der organische? Viele Gärtner sagen mir zwar, ja, das macht schon einen Unterschied. Aber vielleicht bist du ja mal so nett und kannst uns da mal Bericht erstatten. Ne?
Oder vielleicht wirst du ja im nächsten Durchgang auch. Hast du schon Pläne, was du machen wirst? Alles erstmal weggehauen hier. Das ist schon mal ein Vorhaben, ja. Eventuell nochmal einen Hydro-Versuch probieren. Da habe ich halt ein Nutri-Culture gesät am Start. Mhm. Ist jetzt hier leider nicht im Raum, aber ich hab's wirklich. Ich glaub's dir. Da hatte ich beim letzten Mal leider ein paar Schimmelprobleme durch zu hohe Luftfeuchtigkeit. Da musste ich leider ein bisschen was von meiner Ernte wegtun. Okay. Das war sehr traurig, ja. So, ja. Teechen schmeckt. Harry. Wer bin ich? Thema Topping. Ne? Ja. Beschneiden sagen auch viele, es gibt Filming, es gibt Topping. Ne? Jedenfalls beschneiden. Fragen sich viele, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll oder ist es eher sinnvoll, die Pflanze im Ganzen zu lassen und da überhaupt nicht rumzuschneiden. Hast du da eine Meinung zu? Also erstmal hängt es natürlich stark von den persönlichen Umständen ab, die man halt so hat, ne? Je nachdem, wo man halt gerade anbaut. Das geht ja mittlerweile von Space Buckets, irgendwelche selbstgebauten Eimer mit einer LED drinne, verrückte Geschichte, bis hin zu selbstgebauten riesigen Holzschränken. Und erst, wie gesagt, sind die persönlichen Bedürfnisse. Ne? Für mich bringt es halt was. So kann ich weniger Pflanzen in meinem Platz stellen mit größeren Töpfen. Hab in meiner 2-Etagen Konstruktion. Wäre denn fast hier eher ein Thema, ne? Genau. Müssen wir uns fast rumdrehen. Genau. Eigentlich ja. Um das denn hier besser zu erklären. Hier ist es natürlich ausschlaggebend. Ne? Das Zelt ist 1 Meter, was habe ich gesagt, 1,80 groß. Und da macht es natürlich Sinn, die Pflanzen zu toppen, weil irgendwann gehen die ja dann doch ganz schön in die Höhe. Und so dann halt mehr in die Breite und man hat ein bisschen mehr Zeit, bevor sie irgendwann gegen die LEDs wachsen. Korrekt. So, aber Ertragseinbußen oder gar ein bisschen mehr Ertrag, kannst du das sagen? Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn ich das Zelt mit einem Sea of Green, also komplett mit Töpfen vollstellen würde und die Pflanzen einfach nur steil hochwachsen lassen würde, ohne was dran zu machen, würde ich wahrscheinlich genauso viel rauskriegen, wie wenn ich sie toppen würde, und wahrscheinlich nur die Hälfte der Pflanzen oder so. Hm. Haben mir jetzt auch schon viele Gärtner gesagt, also das Ernteergebnis, die Menge, ist fast die gleiche, nur die Form der Blüten ist einfach eine andere. Ja, weil getoppte Pflanzen, ne, natürlich kleinere. Es wird dann nicht so ein fetter Headbutt. Stört mich persönlich nicht so, weil umso weniger Probleme hat man eventuell mit Schimmel, wenn die Blüten trocknen und ein bisschen kleiner und kompakter halt vielleicht sind. Und von daher macht das bei mir keinen Unterschied. Durch meine LEDs werden die unteren auch wesentlich besser als mit NDL-Technik oder herkömmlichen Leuchtmitteln, habe ich zumindest für mich festgestellt. Und alles gut. Was man auf jeden Fall sagen muss, also das fällt bei dir wirklich auf, man sagt ja so grobe Faustformel, die Hand sollte noch Licht bekommen. Ne? Ja. Und das ist bei dir wirklich überall der Fall. Ne? Also da kannst du nicht meckern. Auch der Topf, also die Töpfe werden unten, natürlich ist es nicht sinnvoll oder ist es nicht notwendig, sagen wir eher, nicht notwendig, dass der Topf unten Licht bekommt. So, aber wenn er das doch tut, dann ist es natürlich ein super Zeichen, ne, dass da ausreichend kahl und ausgedünnt wurde unten. Ne? Richtig. Ich weiß gar nicht, ob ich dich nach dem Ernteertrag oder nach Erwartungen frage, von was du jetzt ausgehst. Also du bist hier mit 2x200 Watt, mit 400 Watt am Start. 540 insgesamt. 540 sogar. So, gehst du auch vom halben, also es wäre ja dann Gramm pro Watt. Ne? Man sagt ja, bei LED kann man sogar ein bisschen mehr erwarten. Ja. Gehst du davon aus, dass du hier mehr als 500 Gramm hast? Mehr als 500 mit Sicherheit. Auch wenn die Blüten jetzt nicht allzu riesig erscheinen, sind die auf jeden Fall sehr kompakt, sehr schwer am Ende. Und werden auch steinhart. Mhm. Habe ich auch schon oft gehört, dass die LED-Blüten einfach ein bisschen schwerer sind, ne? Ein bisschen härter sind und ein bisschen mehr wiegen auch. Ne? Ja. Du bist so nett, hoffe ich, wirst uns Bericht erstatten. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, lasst euch da was zukommen. Ja, wie deine Blüten auf jeden Fall. Also du lässt uns Bilder auf jeden Fall zukommen. Ja, das ist das Erste. Genau, wie die Blüten denn getrocknet aussehen. Ne? Und eventuell, wenn du ein Handy da hast, machst du einfach ein paar Bilder. Ja, klar. Schneiden wir vielleicht mit rein, wie die Blüten aussehen und vor allem auch, was das denn auf der Waage, ob das einen Unterschied macht. Ne?
So, interessiert uns. Und für einen Rauchbericht kannst du auch nochmal vorbeikommen. Da komme ich gerne vorbei. Schauen wir das an. So, Freunde, wir machen jetzt auch mal Schluss, machen jetzt die Abmoderation, jawohl. Wir bedanken uns wieder bei euch für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass es wieder informativ war und ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne in die Kommentare. Du liest auch unsere Kommentare. Werde ich machen. Siehst du? Vielleicht beantwortest du auch irgendwas. Wir freuen uns darüber. Bis zur nächsten Folge. Dann geht es hier, mit was geht's denn weiter? Mit ein bisschen Technik noch, würde ich sagen. Ne? Also wir haben über viel schon geredet, aber vielleicht machen wir nochmal die Techniknummer. Leute, uns hat gefreut. Uns hat's gefreut. Bis bald. Ciao. So, alles klar. Faust, Digga. Jo.